Meine Damen und Herren Geschworenen, es ist meine Pflicht, als Ankläger gegen diese 7 Angeklagten aufzutreten und Ihre Pflicht, sie für schuldig oder unschuldig zu befinden. Diese 7 Menschen stehen entweder wegen Mordes oder Beihilfe zum Mord unter Anklage. Was sie getan haben, haben sie wissentlich und willentlich getan. Sie sind böse, jeder einzelne von ihnen, 7 böse Menschen. Sehen Sie sich die Angeklagten genau an. Es sind Ihre Feinde und die Feinde jedes anständigen Bürgers. Sie führen Krieg gegen uns, haben es immer getan und werden es immer tun. Sollten Sie diesmal freikommen, könnten Sie das nächste Opfer sein. Oder Sie, oder Sie. Studieren Sie diese Gesichter. Die Gesichter von allen 7. Als erstes dieses hier. Holiday Carton, Mörderin. Charles Webber, John Rees. Sie waren Polizisten, meine Damen und Herren Geschworenen. Hüter von Recht und Ordnung. Angeklagt wegen Beihilfe zum Mord. Keith Mandan, vormals Rechtsanwalt. Heute eine Schande für seinen Berufsstand. Angeklagt wegen Beihilfe zum Mord. Peter Cobbett, früher Aufseher der staatlichen Sträflingsfarm. Ein weiterer angeblicher Hüter von Recht und Ordnung. Angeklagt wegen Beihilfe zum Mord. Victor Mason, ein Gewohnheitsverbrecher, der seine Verbrechen unter dem Mantel der Ehrbarkeit verborgen hat. Angeklagt wegen Beihilfe zum Mord. Joseph Rayner, Mörder. Das sind Sie, meine Damen und Herren Geschworenen. Das sind die 7 Verbrecher. Leider nur 7. Es hätten 8 sein müssen und glauben Sie mir, es tut mir leid, dass einer fehlt. Aber unglücklicherweise ist der 8. der Mann, der der Motor dieser gemeinen und verworfenen Gruppe war. Der böseste und gefährlichste von ihnen allen. Nicht anwesend. Und doch ist er hier. Im Geiste. Wie Sie im Laufe der Verhandlung entdecken werden. Als ersten Zeugen der Anklage rufe ich Peter Cobbett. Peter Cobbett, treten Sie in den Zeugenstand. Heben Sie die rechte Hand. Schwören Sie die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen, so wahr Ihnen Gott helfe. Ich schwöre. Treten Sie in den Zeugenstand. Ihr Name ist Peter Cobbett? Ja, Sir. Sie waren früher Aufseher in der staatlichen Sträflingsfarm? Ja, Sir. Sind Sie bereit, vor diesem Schwurgericht auszusagen? Ja, Sir. Beginnen Sie. Ich glaube, Sir, das Ganze begann eines Morgens vor etwa 4 Monaten. Sehr früh am Morgen, etwa gegen 5 Uhr. Na los, Kinderchen, auf! Es ist ein wunderschöner Morgen heute Morgen. Und die gute alte Sonne wird den ganzen langen Tag auf eure Schädel runterscheinen. Und die Vögelchen werden euch aus den Bäumen was vorsingen. Ist das nicht wundervoll? Und ihr Jungs kommt an die frische Luft und könnt wieder im Dreck spielen, gerade so, als ob ihr wieder Kinder wärt. Nun kommt schon! Munter, munter! Wisst ihr, nicht jeder hat das Glück, an einem so schönen Tag in der Sonne spielen zu können. Ja, ganz recht. Ihr seid ja schon ganz verrückt darauf, in den herrlichen Sonnenschein rauszukommen und ganze Hände voller klitzekleiner Samenkörnchen in die gute alte Erde zu sehen. Oh, wir werden schon noch Farmer aus euch machen. Und wenn ihr dabei draufgeht. Hab ich doch neulich in der Zeitung gelesen, dass so ein Bursche gesagt hat, es gibt viel zu viele Gauner und viel zu wenig Farmer. Macht euch deswegen keine Sorgen, wir kriegen daneben keine Bange. Und jetzt zieht hübsch eure kleinen Schuhchen an und wascht eure kleinen Händchen und Frätzchen und raus hier und schneller als sonst. Trotz bald, Jungs, aufstehen! Vorwärts, bewegt euch, raus! Los, los, hängt damit bald! Raus mit euch! Was ist denn los mit dir? Hast du Hunger? Frisst du Dreck? Man könnte ja fast glauben, dir schmeckt der Fraß nicht, den du bei uns kriegst. Nein, ich hab Fieber. Ich verreck vor Hitze. Ich brauche einen Schluck Wasser.
Einer umgekippt, zweiter Arbeitstrupp. Okay. Komm, steh auf, wir verpassen ja einen netten kleinen Drink. Darüber. Was ist denn mit dem los? Er hat Fieber. Ihm ist schön warm. Geh da runter und trink was. Ja, Gefangene, wie wir sie vor 10, 15 Jahren hatten, kriegen wir nicht mehr rein. Das waren stramme, zähe Burschen damals. Man könnte genauso gut in einem Mädchenpensionat Wache schieben, wenn man sieht, wie viel Arbeit hier geschafft wird. Hast du ein bisschen Tabak? Klar, bedien dich. Danke. Tja, zäh sind die heute nicht mehr. Ein bisschen hin. Danke. Okay, beweg dich. Wenn sowas von einem Experten organisiert wird, klappt's auch. Bist du? Das ist der Bus, mein Junge. Und wenn's in 5 Sekunden hupt, sind wir im Geschäft. Na also, kann's losgehen? Glaubst du, es gibt eine Schießerei? Dann läufst du eben zickzack. Hey, hey! Was glaubt ihr wohl, was das hier ist? Ostereier suchen? Also hört auf zu quatschen und arbeitet was. Wie du befiehlst, Cäsar! Dass es so gekommen ist. Mein Bruder, mein einziger Bruder, die haben ihn umgebracht. Ist er wirklich hin? Logisch, bei einem Kopfschuss. So ein Pech. Einer von den Aufsehern hat ihn erledigt. Wäre nicht stehen geblieben, wäre es nicht passiert. Hören Sie auf! Hören Sie auf! Wie viele Aufseher hast du erwischt? Hab nicht gezählt. Willst du noch mal hinfahren? Nein, danke. Ein Wort genügt und wir machen es gleich noch mal. Wir auf dem Vordersitz sind ein paar Klamotten zum Umziehen. Nein, die nicht, die anderen sind für dich. Wie elegant. Besser als was du anhast. Mein Name ist Rainer, Joe Rainer. Nenn mich einfach Jinx. Ich heiße Ralph Cotter. Freut mich, dich kennenzulernen. Hier draußen riecht sogar die Luft besser. Ist schon fabelhaft, am Leben zu sein. Hey, Jinx. Halt an der abgelegenen Tankstelle an. Ich will mir den Dreck abwaschen. Auf die Minute. Ihren Bruder hat's also erwischt. Ach, halt's Maul. Wir haben zum Radio gebracht. Wer ist der? Heißt Mason, von dem haben wir das Zeug. Was haben Sie noch im Radio gesagt? Das Übliche. Bloß sehen Sie besser aus, als die gesagt haben. Sie müssten mich sehen, wenn ich in Schale bin. Ich werde Sie sehen. Sie sind mir was schuldig, Cotter. Ich muss wieder ins Geschäft. Komm mal. Ja, gut. Wir werden uns doch wiedersehen, oder? Überflüssig, dass wir uns noch mal sehen. Was ist das für ein Geschäft, von dem Jinx gesprochen hat? Radiogeschäft. Er repariert Radios. Ah, da ist er in der falschen Branche, so wie der Auto fahren kann. Sie haben eben eine Bemerkung gemacht, die ich nicht ganz verstehe. Sie sagten, dass ich Ihnen was schulde. Stimmt schon. Ich habe den Job auf Kredit gemacht. Holiday schuldet mir $1,000. Aber Holiday hat keinen Penny. Wie kommen Sie darauf, dass ich Geld habe? Oh, ich weiß, dass Sie auch keins haben. Wenigstens im Moment noch nicht. Aber das ist der große Unterschied zwischen Ihnen und Holiday. Holiday ist ehrlich.
Sie nicht. Und Sie haben gewisse, sagen wir, Möglichkeiten, Geld zu besorgen. Habe ich recht? Ja, sicher. Wird's Ihnen was ausmachen, wenn ich noch eine halbe Stunde nicht an Geld denke? Im Augenblick möchte ich nur Milch. 2 Jahre lang habe ich keine gekriegt. Lassen Sie sich Zeit. Es eilt nicht mit der Bezahlung. Das ist aber nett. Im nächsten Block ist ein Supermarkt. Hartford heißt der Laden. Hartford, aha. Mein Zeug da auf dem Rücksitz, das lassen Sie verschwinden. Was soll ich damit machen? Die Polizei sollte es jenseits der Grenze finden. Das wird sie auch. Gut. Mason? Wo wohnt Holiday? Marrakesch Apartments, 101. Marrakesch 101. Sie lebt da unter dem Namen Caldwell. Caldwell. Wie schön, dass Sie endlich da sind. Das finde ich auch. Ich hatte eine Panne mit der Karre, bin überall eine halbe Stunde zu spät dran. Guten Morgen, Joe. Guten Morgen, Mr. Hartford. Tut mir leid, dass ich zu spät komme. Schon gut, wir sind heute beide zu spät dran. Wann liefern Sie normalerweise, Joe? Oh, 9:30 ungefähr, wenn der Laster mitmacht. Was wollen Sie? Eine ganze Menge. Hier werden Sie es aber nicht finden. Sie glauben gar nicht, was man alles finden kann. Zum Beispiel was zu essen. Würden Sie bitte wieder gehen? Jetzt schon? Ich bin doch gerade erst gekommen. Schon die Überschrift gelesen? Häftling auf der Flucht erschossen. Ja, ich habe sie bereits gelesen. Und ich will mich nicht darüber unterhalten. Ich auch nicht. Was mich betrifft, ist das alles vorbei und vergessen. Ihr Bruder wurde ja auch nicht erschossen. Ganz recht, ganz recht. Oh, da wir gerade von Brüdern sprechen, wo sollte er wohnen? Ich habe ihm hier auf dem gleichen Stock ein Zimmer gemietet. Gut. Was soll das bedeuten? Da er es nicht mehr braucht, werde ich es nehmen. Ach, übrigens, Mason hat mir erzählt, dass Sie ein durch und durch anständiges Mädchen sind. Heute habe ich zum ersten Mal etwas Kriminelles getan. Einmal reicht völlig, wissen Sie. Sie können sich denken, dass die Bullen den Mörder des Aufsehers zu gern hopp nehmen würden. Wie steht's? Würde ein flüchtiger Verbrecher einem anderen flüchtigen Verbrecher vielleicht ein Sandwich machen? Werden Sie gehen, wenn ich Ihnen eins mache? Machen Sie es, dann werden wir sehen. Sagen Sie mal, wie kriege ich Kontakt mit Jinx? Sein Laden steht im Telefonbuch. Er ist Radioreparaturen. Warum? Ich habe mit ihm ein Geschäft vor. Ihre Schulden bezahlen. Nein, danke. Die Art, wie Sie das Geld auftreiben, würde mir nicht gefallen. Ich werde selbst bezahlen, sobald ich kann. Ah, ah. Auf die Art klappt das nicht. Schauen Sie, Sie schulden Mason etwas, ich schulde Ihnen etwas. Schließlich haben Sie mich aus der Sträflingsfarm rausgeholt. Und ich bezahle meine Schulden auch. Sie schulden mir überhaupt nichts. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, den heutigen Tag hätte es nie gegeben. Aber Tatsache ist nun mal, dass es ihn gibt. Sie haben bei einem Ausbruch Hilfe geleistet. Damit sind Sie genauso kriminell wie die Leute, denen Sie geholfen haben. Und meinetwegen können Sie sich für ein Unschuldslamm halten, solange Sie wollen. Aber im Moment, würde ich sagen, gibt es ungefähr 13.000 Polizisten in diesem Staat, die darauf brennen, Sie für viele, viele Jahre ins Loch zu bringen. Tja, und an Ihrer Stelle würde ich das nie vergessen. Und mich dementsprechend verhalten. Was halten Sie eigentlich von dem Zeug, das da über Ihren Bruder steht, dass er ein tollwütiger Killer war? Das ist eine Lüge. Das war er nicht. Sie sind immer unschuldig. Er ist verladen worden. Sie haben ihn aufs Kreuz gelegt. Ich nehme an, Ihr Bruder hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Er war wild, ja. Er hat eine Menge Dummheiten gemacht. Aber er hat nie jemanden umgebracht. Vielleicht haben Sie recht. Aber mich hat er jedenfalls im Stich gelassen. Er wurde nur getroffen, weil er stehen geblieben ist. Ja, vielleicht war er wirklich unschuldig. Wie ein Killer hat er sich nicht aufgeführt. Selbstverständlich war er unschuldig. Niemand hat ihn besser gekannt als ich. Warum habe ich wohl versucht, ihm beim Ausbruch zu helfen? Obwohl ich bis zum heutigen Tag nichts Ungesetzliches getan habe. Ich sag ihm, warum ich ihn da rausholen wollte. Weil er dort langsam verrückt wurde. Er wusste, dass man ihn reingelegt hatte. Und jetzt saß er da und grübelte Monat um Monat vor sich hin. Wäre das noch lange so weitergegangen, wäre er im Irrenhaus gelandet. Ich konnte es nicht ertragen, ihm ins Gesicht zu sehen, wenn ich ihn da oben besuchte. Verstehen Sie denn nicht? Ich musste ihm helfen, auszubrechen, selbst auf die Gefahr hin. Na schön, na schön, na schön. Er war unschuldig.
Unschuldig wie ein neugeborenes Baby. Sie sind ja nur neidisch auf ihn, Cotter. Sie sind neidisch auf ihn, weil Sie ein Verbrecher sind und er keiner war. Neidisch? Neidisch auf diesen Popcorn-Dieb? Diesen kleinen Feigling? Jetzt nicht mehr, Baby. Oh, allein. Nein, du bist nicht mehr allein. Sei ganz ruhig. Draußen ist alles in bester Ordnung. Fünf, sechs. Geben Sie mir ein neues Scheckbuch, Miss Staines. Miss Staines hat jetzt was anderes zu tun. Finger weg von der Klinge. Legen Sie sich auf den Boden. Was wollen Sie? Sie verschränken gefälligst die Hände im Nacken. Hören Sie, wir haben eine gute Polizei in unserer Stadt. Ich schnapp Sie, bevor Sie einen Penny davon ausgeben. Nur die Ruhe, Mr. Hartford. Es ist doch bloß Geld. Also werden Sie jetzt die Hände im Nacken verschränken? Oder muss ich Sie liquidieren? Sie halten sich für verdammt gerissen, nicht? Na, wer ist hier gerissen? Die ist gut verpackt. Was ist mit dem? Der ist versorgt. $6.142, ohne die Schecks. Wo haben Sie es her? Von einer kürzlich verschiedenen unverehelichten Tante. Hartford, Hartford, in der gleichen Straße. Warum haben Sie nicht gesagt, was Sie vorhaben? Tut mir furchtbar leid, alter Knabe. Ich hätte es Ihnen mit Vergnügen gesagt, nur eine Kleinigkeit sprach dagegen. Es ging Sie verdammt nichts an. Warum mussten Sie den Laden in der Nachbarschaft überfallen? Hören Sie auf zu winseln, es ist nun mal passiert. Also, ein Viertel von 6.140, 1.535. $200 für die Automatik, 1.735. Plus den 1.000, die Holiday Ihnen schuldet, 2.735. Das rundeste Sümmchen, das Sie je gesehen haben. Moment, was ist mit meinem Antrag? Dazu komme ich gleich. Aber du kommst ein bisschen später zu. Ich habe nichts mit den $1.000 zu tun, die Holiday ihm schuldet. Ich nehme zwei Riesen. Na schön, Jinx. Du willst zwei Riesen. Dann kriegst du zwei Riesen. Müsst ihr euch hier rumstreiten, während der Kies offen auf dem Tisch liegt? Jeden Moment kann hier einer reinspazieren. Kommt, wir gehen in den Batterieladeraum. Ich wäre nicht gern der Typ, der hier reinspaziert. Dann beeilt euch, teilt das Zeug auf und verschwindet. Und kommt nie wieder her. Von euch will ich nichts mehr sehen. Wenn ich gewusst hätte, worauf ich mich da einlasse. Sie sind doch vollkommen übergeschnappt. Sag das nie wieder zu mir, hörst du? Sag sowas nie wieder. Haut ab! Haut ab! Verschwindet! Ach, eine Kleinigkeit am Rande. Hartford kriegt eins verpasst. Hab ein bisschen hart zugeschlagen. Bedauere das zutiefst. Ich wundere mich, dass er noch am Leben ist. Er sich bestimmt auch. Schöne Art, einen Tag anzufangen. Mhm. Wie geht's dir, Doktor?
ganz gut. Ihr Puls ist ein bisschen schnell. Das ist alles. Die Aufregung nehme ich an. Können wir mit ihr reden? Sicher. Also, Miss Staines, das ist wichtig. Denken Sie bitte gut nach und beschreiben Sie uns die beiden Männer so genau Sie irgend können. Ich weiß nicht. Sie wissen es nicht? Ich habe nur die Pistolen gesehen. Die Pistolen, das ist alles, was ich sah. Miss Staines, wir können keine Pistolen suchen. Wir müssen Gesichter suchen und dazu brauchen wir einen Anhaltspunkt. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe nur die Pistolen gesehen. Das ist alles, die Pistolen. Ich habe nur die Pistolen gesehen. Gut, Miss Staines. Das ist alles, was ich gesehen habe. Sie leidet unter einem Schock. Heute braucht sie noch Ruhe. Reden Sie morgen mit. Morgen können die Kerle schon in einem anderen Staat sein. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich habe meinen Beruf, Sie haben Ihren. Komm, Tom, gehen wir nach unten. Vielleicht hat sich jemand weggehen sehen. Ja, bleib du hier, Bob. In Ordnung. Am komischsten war es, als auf einmal die Sirene losging. Mason sprang auf, als ob er angeschossen wäre. Was guckst du denn so traurig aus der Wäsche? Du bist fein raus. Du schuldest nichts und niemandem mehr was. Außer vielleicht der menschlichen Gesellschaft. Ach komm, sei doch nicht albern. Du weißt nicht, wo ich das Geld her habe. Ebenso gut hätte ich's auf der Straße finden können. Du versuchst, mich tiefer und tiefer mit reinzuziehen, nicht? Liebling. Du steckst bereits bis über beide Ohren drin. Du bleibst hier. Bester. Hier ist Big Mason, Ralph. Lassen Sie mich rein. Mason. Schluss noch! Was soll das? Wir sind vor der Polizei. Du verfluchte... Halt's Maul! Verschwinde! Der gehört auch nicht zu meinen ausgesprochenen Lieblingen. Aber eins muss ich ihm lassen. Ein Herz hat er so groß wie ein Lastwagen. Wissen Sie, was er gemacht hat, bevor wir raufgekommen sind? Er hat das ganze Geld, das Sie ihm gegeben haben, für den Pott gestiftet. Ich glaube, Cotta hier weiß noch nichts von der alten Lady. Nein, sowas. Sie wissen noch nichts von der alten Lady? Die Ärmste ist furchtbar krank. Wir schicken sie nach Arizona. Aber wie lange wird Masons Geld schon reichen? Sie braucht Ärzte, Krankenschwestern, eine Wohnung und jede Menge zu essen. Und sowas kostet nun mal einen Haufen Geld. Einen Haufen Geld. 6.000 Piepen. Dann fahren wir mal in die Stadt. Willst du ihm nicht lieber Handschellen verpassen, Reese? Nein, er hat keine Kanone mehr. Nehmen Sie die Pfoten wieder runter. Schwester, wir fahren in die Stadt. Holen Sie sich Hut und Mantel. Vorwärts. Holen Sie Hut und Mantel. Du bleibst hier. Das mit der alten Lady tut mir sehr leid. Sie hat TB. Ja. Ich weiß, sie muss nach Arizona fahren. Könnte ich vielleicht auch was für den Pott stiften? Dagegen wäre wohl nichts einzuwenden. Wie viel hatten Sie sich denn so vorgestellt? Oh, etwa 1400. 6000 haben Sie. Und 1400 wollen Sie bloß rausrücken? Das ist alles, was übrig ist. Mason hat 2700 gekriegt und der andere hat zwei Riesen bekommen. Das allein macht schon fast 5000. Und das war das erste Ding, das wir hier abgezogen haben und wir wollten weiter nach... Schon gut geschenkt. Wo ist das, Haster? In meiner Jacke im Schlafzimmer. Ich hole es. Bemühen Sie sich nicht. Reese! Bring die Jacke von dem Kerl her und bring auch die Puppe mit. Vorwärts, vorwärts. Wir brauchen einen Hunderter, damit wir verschwinden können. Das würde der alten Lady nicht gefallen. Sie braucht jeden Cent. Jetzt hört mal beide gut zu. Ich will, dass ihr die Stadt mit verschiedenen Bussen verlasst. Verschiedene Busse, habe ich gesagt. Und kommt nie mehr zurück. Verschiedene Busse und nie mehr zurückkommen. Hast du gut behalten, Kleine. Gehen wir. Oh, Mister, bitte, könnte ich meine Automatik wieder haben?
Wer sagt's denn? Es gibt mindestens 3 Gorner auf der Welt. Ich bin keineswegs einzigartig. Das möchte ich nicht für 1 Million Dollar nochmal durchmachen. Dabei hatten wir Glück. Jeder Bulle, der einen ausnimmt, ist auch ein Bulle, der einen umlegt. Und zwar nur so zum Vergnügen. Vergiss das nie. Und würdest du jetzt endlich den Revolver wegschmeißen? Ich trau den Dinger nicht. Die sind leer, wenn du sie am dringendsten brauchst. Eine Automatik ist das einzig Wahre. Ralph, wo gehst du hin? Ich bin in 1 Stunde zurück. Geh nicht zu Mason. Bitte, Darling, lass dich nicht wieder mit Mason. An den habe ich überhaupt nicht gedacht. Wir sind pleite. Wir brauchen Geld, damit wir abhauen können. Nein, Ralph, nein. Das Risiko ist einfach zu groß. Du hast dir sowieso schon zu viel gemacht. Das Glück wird dich verlassen. Wollen wir nicht hoffen. Darling, hör auf mich. Ich habe meinen Bruder verloren. Er war alles, was ich hatte. Aber jetzt habe ich dich und ich will dich nicht auch noch verlieren. Ich habe ein bisschen Geld gespart, genug, um die Stadt, ja sogar den Staat zu verlassen. Wir könnten ganz neu anfangen. Du suchst dir Arbeit. Wie viel Geld hast du? Ungefähr 20 Dollar. Ich bin in 1 Stunde zurück. Jeans hier. Ist jemand bei dir? Nein. Du brauchst kein Wort zu sagen. Ich weiß genau, wie dir zumute ist. Uns haben sie auch ausgenommen. Mich haben sie nicht ausgenommen. Ich bin durch die Hintertür vom Laden raus, als ich sie kommen sah. Ja, auf den Inspektor kannst du dich verlassen. Ich wette, er hat euch alles abgeknöpft, was ihr hattet. Inspektor? Dieser lausige Taschendieb ist ein Inspektor? Ja, Inspektor Weber. Da haben Sie sich ein schönes Stück vom Kuchen abgeschnitten, Inspektor. Sie haben sich 2 Stück abgeschnitten. Willst du damit sagen, dass du das Geld noch besitzt? Ja klar, ich habe die 2 Mille hier bei mir. Das ist ja wundervoll, dann können wir alle in einer anderen Stadt Moment anfangen. Mal, wir wollen nichts übers Knie brechen. Ich habe so eine Idee, dass wir mit dem Inspektor ins Geschäft kommen. Möglicherweise klappt's. Und vielleicht brauchen wir dann gar nicht weg von hier. Das wird dir doch auch angenehmer sein. Klar, das wäre prächtig. Gut, dann bleiben wir hier. Nein. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Also, was brauchen wir? Was brauchen wir, um da drin Tonaufnahmen zu machen? Nein, Ralf, du hast doch schon genug angerichtet. Was brauchen wir? Wir müssen ein tragbares Aufnahmegerät haben. Den Plattenspieler können wir zum Abspielen nehmen. Dann brauchen wir ein paar 24 cm Acetatplatten, ein paar Aufnahmenadeln und ein Mikrofon mit etwa 5 oder 10 Meter Kabel. Hol das Zeug. Holz und gib mir deine 2 Mille. Gib mir deine 2 Mille. Dann hätte ich sie ebenso gut Weber geben können. Oh nein, Weber hätte es nur verpulvert. Ich werde es für dich investieren. Du bist verrückt. Du bist verrückt, Ralph. Du hast selbst gesagt, ein Bulle, der dich ausnimmt, legt dich auch um. Wenn du versuchst, Weber reinzulegen, legst du dich selbst ins Leichenschauhaus. Der ist zu clever für dich. Nein, nein, es war gar nicht clever, mir mein Geld wegzunehmen. Er ist immer noch ein einflussreicher Mann, der sich sehr wohl zu wehren weiß. Besonders gegen so kleine Ganoven wie dich, die ihm was anzuhängen versuchen. Ach, hol den Kram und fang an, ihn aufzubauen. Ich treffe dich dann wieder hier. Und Darling? Morgen um diese Zeit kannst du das Wort kleiner Ganove aus deinem Wortschatz streichen. Wenn wir dann noch am Leben sind. Mason! Mason! Was wollen Sie? Ich will ein Auto. Ich habe mir gedacht, Sie bringen vielleicht Holiday und mich aus der Stadt. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann, Ralph, alter Freund. Wirklich. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als Sie und die Puppe irgendwo hinzufahren und von hinten abgeknallt zu werden. Ah, da kennen Sie mich aber verdammt schlecht, Wick. Ich bin nicht sauer. Nachtragend bin ich auch nicht. Ich kann Ihnen 2000 Dollar zahlen. Sie haben doch nicht geglaubt, dass ich mich völlig ausnehmen lasse. Und wenn Sie 2 Millionen bieten würden? Raus hier! Wick, Sie wollen mir wirklich nicht helfen? Ich würde sie nicht mal vom Galgen abschneiden. Na gut, Wick. Sie mich mit Inspektor Weber. Wer spricht da? Wick Mason. Ja? Hallo, Inspektor. Ralph Cotter war gerade hier. Er hat mir 2000 Dollar für einen Wagen angeboten. Haben Sie ihm einen gegeben? Was? Haben Sie ihm einen gegeben? Nein, ich werde ihm doch keinen Wagen leihen. Aber ich dachte, das mit dem Geld würde Sie interessieren. Wie viel? 2 Mille? Ja, ganz recht, Inspektor. Gut, danke. Okay, wiederhören. Thank you.
Staines, wie lange brauchst du denn noch? Beeil dich, wir haben nicht mehr viel Zeit. Was ist los? Macht sich unser Superherr noch einmal Sorgen? Okay, ich bin fertig. Aber pass auf, dass Sie diesem Zimmer nicht zu nahe kommen. Das Ding macht Laufgeräusche. Mhm. Kommen Sie, machen Sie schon auf. Oh, Inspektor. Ich meine, ja. Das kann ich Ihnen erklären. Ich dachte, Sie sind schon eine ganze Weile unterwegs. Wir wollten ja auch verschwinden, haben versucht, einen Wagen zu kriegen. Von hier fahren jeden Tag 2 oder 3 Busse nach Arizona. Sieht so aus, als wissen Sie es nicht zu schätzen, wenn es einer gut mit Ihnen meint. Ich habe Ihnen Ihre Chance gegeben. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte ja, dass wir wegfahren, aber er hat gesagt, wir haben zu wenig Geld. Ja, da liegt der Hund begraben, keine Piepen. Sie haben alles genommen, was wir hatten. Und dann bin ich zu dem Freund, der mir bei dem Hartford-Job geholfen hat. Der hat mir ein paar hundert gegeben. Ja, ein paar hundert ist gut, immerhin sind es 2000. Ich sehe schon, vor Ihnen kann ich nichts geheim halten. Hier haben Sie es. Volle 2000. Wie viel lassen Sie uns davon behalten? Nur ein Hunderter, Sir? Hören Sie, Inspektor, wir fahren nach Arizona, aber mir geht da noch was im Kopf rum. Der Kumpel, der bei Hartford mit dabei war, hat mir von einem Geldtransport erzählt, der eine lohnende Sache wäre. Ziemlich fetter Geldtransport. Genug für jeden von uns. Wie viel springt dabei raus? 25, 30 Mille. Ich traue Ihnen nicht. Dafür gibt's auch gar keinen Grund, aber wenn was schief geht, können Sie immer noch die alte Ausrede benutzen, dass Sie einen heißen Tipp hatten und uns auf frischer Tat erwischt haben und so. Sie sind ein Inspektor, Sie kommen damit durch. Oh, Inspektor, Sie müssen entschuldigen, wie es im Schlafzimmer aussieht. Aber das Dienstmädchen ist noch nicht erschienen. Was denken Sie, John? Was denken überlasse ich immer noch Ihnen, Inspektor. Ich glaube, wir lassen es auf einen Versuch ankommen. Wie Sie meinen. Wenn bei dem Überfall was schief geht, sehen die Visiber aus, wenn wir mit Ihnen fertig sind. Wo soll das Ding laufen? Keine Ahnung, das weiß mein Kumpel. Wo ist Ihr Kumpel jetzt? Das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, ich weiß, wie ich an ihn rankomme. Können Sie ihn bis morgen Nachmittag 3 Uhr ausfindig machen? Oh ja, ganz bestimmt. Wenn Sie ihn gefunden haben, rufen Sie mich im Präsidium an. Wenn ich nicht da bin, sagen Sie einfach, Mr. Baker hat angerufen. Ich weiß dann, was das bedeutet. Mr. Baker. In Ordnung, Inspektor Weber. Mr. Baker. Ich werde es nicht vergessen. Ich denk dran. Ja. Hast du's? Ja, ich hab's. Und dazu einen leichten Herzanfall. Spiel's vor. Das kann ich Ihnen erklären. Ich dachte, Sie sind schon eine ganze Weile unterwegs. Wir wollten ja auch verschwinden, haben versucht, einen Wagen zu kriegen. Von hier fahren jeden Tag 2 oder 3 Busse nach Arizona. Sieht so aus, als wissen Sie es nicht zu schätzen, wenn es einer... Na, bist du jetzt zufrieden? Worüber? Dass du uns alle unter die Erde bringen wirst? Du bist doch mein bestes Stück. Da wäre ich nicht so sicher. Jinx, wo finde ich einen guten Anwalt? Wo sind meine 100 Piepen? Deine was? Die 100, die der Weber zurückgegeben hat. Die gehören immer noch mir. Oh ja, natürlich, aber weißt du, ich hab dir doch gesagt, dass ich das Geld für dich investiere. Und diesmal investiere ich es in Form eines neuen Anzugs. Für wen? Für mich. So, und nun den Namen eines guten Anwalts, der uns bei der Geschichte hilft. Doc Green. Doc, klingt nicht sehr nach Anwalt. Ist er auch nicht. Und Doktor noch viel weniger. Und ich sag dir noch was, was er nicht ist. Vertrauenswürdig. Warum sollte gerade er anders sein? Dr. Darius Green, philosophischer Berater. Organon Aristoteles, Novum Organum Bacon, Tertium Organum Ospensky. Der Schlüssel zu kosmischem Bewusstsein, das räumliche Verständnis der Zeit. Verliere dich nicht im Labyrinth verwirrter Gedanken. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, klar. Ach, eins habe ich vergessen, dir zu erzählen. Irre ist er auch. Aristoteles, Bacon und Ospensky, der nimmt den Mund ganz schön voll.
Alles, was den Geist reinigt und erhebt, wird Ihnen hierbei eine Hilfe sein. Und das wiederholte Eintreten dieses glückseligen Zustandes erleichtern. Es gibt drei verschiedene Wege, auf denen man dieses Ziel zu erreichen vermag. Die Liebe zur Schönheit, die den Poeten erleuchtet, die Hingabe an das Prinzip und die Vertiefung der Erkenntnisse, die die Erfüllung des Philosophen bedeuten. Dieses sind die großen Straßen, die zu den Gipfeln führen. Hoch hinaus über das Alltägliche und das Kleinliche, wo wir der unmittelbaren Gegenwart des Unendlichen gegenüberstehen, das aus den Tiefen der Seele hervorstrahlt. So stand es in einem der Briefe des Plotin an Flaccus zu lesen. Es war mir ein besonderes Anliegen, Sie diese Worte hören zu lassen, da sie mit meiner eigenen Theorie der Erkenntnis übereinstimmen. Wollen wir uns darauf ein oder zwei Minuten konzentrieren? Meine Freunde, Miss Dobson wird Ihnen beim Hinausgehen neue Schriften überreichen. Und nun, meine Freunde, bin ich müde. Sie müssen mich entschuldigen. Mit diesem Plotin müssen wir zu uns nicht mehr beschäftigen, meine Liebe. Vielen Dank, Miss Dobson. Gute Nacht. Ja, man kann sich eben nicht entziehen. Guten Nacht, Herr. Vielen Dank, Miss Dobson. Gute Nacht. Gute Nacht. Vor dem müssen wir uns in Acht nehmen. Gute Nacht. Gute Nacht. Bitte könnte ich Dr. Green einen Moment sprechen. Ach, Dr. Green gibt nach einem Vortrag niemals Privataudienz. Er ist meistens viel zu müde. Diese Angelegenheit verträgt leider keinen Aufschub. Dazu ist sie viel zu wichtig. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich ihn nie stören wollen. Ja, er kennt mich. Sagen Sie ihm einfach. Es wird ihm bestimmt recht sein. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Mein Name ist Paul Murphy. Und das ist Joseph Rayner. Ich werde es Dr. Green ausrichten. Haben Sie vielen Dank. Doktor, das ist Paul Murphy und Joseph Rayner. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Können wir Sie allein sprechen? Ich habe keine Geheimnisse vor Miss Dobson. Aber hierbei handelt es sich nicht um kosmisches Bewusstsein. Wegen anderer Dinge wünsche ich aber nicht konsultiert zu werden. Würden Sie mich entschuldigen, Dr. Green? Wenn Sie darauf bestehen. Gute Nacht, Doktor. Gute Nacht, mein Kind. Wie wagen Sie es, hier hereinzukommen? Wie wagen Sie es? Nur die Ruhe, Doktor. Nur die Ruhe. Ich lehne es ab, irgendwas mit Ihnen zu tun zu haben. Diese Art von Leben ist für mich vorbei. Ich heile keine Körper mehr. Ich heile nur noch menschliche Seelen. Sie sollen niemand heilen. Wir wollen von Ihnen nur einen Namen. Wir brauchen einen Rechtsanwalt. Einen von der richtigen Sorte. Und wir wussten nicht, wen fragen. Sehen Sie im Branchenfernsprechbuch nach. Unter Rechtsanwälten. Doktor, wir wollen doch mal das Kind beim Namen nennen. Sie haben doch auch in der Branche gearbeitet. Sie müssen irgendjemand kennen. Ach, das ist viele Jahre her. 2 Jahre. Nur 2. Doktor, Sie wollen doch nicht länger von uns belästigt werden. Nein. Na bitte, dann verraten Sie uns einen Namen. Versuchen Sie es bei Keith Menden. Cherokee Menden. Er ist auch ein verderbter Charakter. Danke. Die einzige Möglichkeit, mir zu danken, ist, hier nie wieder zu erscheinen. Auf jeden Fall, Doktor. Es ist schön zu sehen, dass Sie sich gebessert haben. Dr. Dobson, nehme ich an? Mr. Murphy, war Ihre Besprechung zufriedenstellend? Besser als erwartet. Da meine Erwartungen einmal übertroffen wurden, versuche ich es nochmal. Wie darf ich das verstehen? Nun, wir brauchen dringend eine Telefonzelle. Hier scheint es aber keine zu geben und da wollte ich Sie bitten, uns an einem Drugstore abzusetzen. Aber ich kenne Sie ja gar nicht, Mr. Murphy. Vergessen Sie nicht, Miss Dobson, ich kenne Sie auch nicht. Steigen Sie ein. Das ist aber sehr nett von Ihnen. Oh, keine Ursache. Wie hat Ihnen der Vortrag des Doktors gefallen? Ich kam erst gegen Ende. Außerdem verstehe ich nicht allzu viel von kosmischem Bewusstsein. Es ging nicht um kosmisches Bewusstsein, sondern um die Psychologie der Erkenntnis. Das kommt auf selber raus. Was ist das, so eine Art Religion? Nein, das ist Philosophie. Sie geht von der vierten Dimension aus. Oder besser gesagt, von der mathematischen Konzeption der vierten Dimension. Das ist mir zu hoch.
Es wäre schön, wenn Sie zu einer der Meditationsstunden des Doktors kämen. Ich würde einen verheerenden Einfluss ausüben. Meine Schwingungen würden die Atmosphäre vergiften. Sehen Sie, ich halte nichts von der Theorie, dass die vierte Dimension philosophischer oder gar mathematischer Natur ist. Ich halte sie für reine Intuition. Ach ja? Ich möchte mich auf kein Streitgespräch einlassen oder prätentiös klingen, aber so denke ich nun mal darüber. Diese Theorie habe ich noch nie gehört. Nun, wir sollten uns vielleicht mal näher damit befassen, neben anderen Dingen. Hey, da ist ein Dragstor. Es kommen sicher noch andere. Wir wollen Sie nicht länger aufhalten. Danke vielmals. Sie können uns hier absetzen. Ihr Name ist Keith Mandan? Ja. Sie waren früher in diesem Staat als Anwalt tätig. Noch bin ich nicht aus der Kammer ausgeschlossen. Das ist richtig. Aber ich bin sicher, dass das in nächster Zukunft der Fall sein wird. Einspruch. Stattgegeben. Der Staatsanwalt möge sich ins Gedächtnis rufen, dass der Angeklagte unschuldig ist, bis seine Schuld bewiesen ist. Derartige Andeutungen sind im höchsten Maße fehl am Platz. Ja, Euer Ehren. Mr. Mandan, würden Sie uns in Ihren eigenen Worten Ihre Beziehungen zu diesen Leuten beschreiben? Es war Nötigung. Bitte? Ich verstehe nicht. Ich sagte Nötigung. Würden Sie uns erklären, wie Sie das meinen, Nötigung? Selbstverständlich. Ich saß eines Abends zu Hause und ruhte mich von einem sehr anstrengenden Tag aus. Sogar der Herr Staatsanwalt wird mir darin beipflichten, dass das Leben eines Anwalts wie das eines Polizeibeamten sehr mühevoll sein kann. Nun, wie dem auch sei, jedenfalls läutete es. Und da mein Diener in der Küche damit beschäftigt war, mir einen Kaffee zu bereiten, ging ich selbst aufmachen. Mr. Mandan? Was wünschen Sie? Ich möchte Sie sprechen, Sir. Hier wohne ich, aber ich arbeite nicht hier. Kommen Sie morgen in mein Büro. Bitte, Mr. Mandan. Vielleicht ist es dann zu spät. Es ist sehr wichtig, sehr dringend, auch wichtig für Sie, Sir. So, kommen Sie rein. Mir ist zwar nicht ganz klar, was zu dieser Nachtstunde so wichtig sein könnte. Ich brauche Ihren Rat, Mr. Mandan. Das ist bei Leuten, die mich aufsuchen, gewöhnlich der Fall. Ein Rat zu etwas, was geschehen ist oder was geschehen wird? Beides. Wie viel Geld haben Sie? Es geht nicht darum, wie viel Geld ich habe, sondern wie viel ich haben werde. Mit Spekulationen gebe ich mich nicht ab. Aber diese Spekulationen sind kein Hasardspiel. Das heißt, kein Hasardspiel im gewöhnlichen Sinn. Schließen diese Spekulationen vielleicht einen Verstoß gegen die Gesetze ein? Aha. Ein Mann, der das Gesetz bricht, ist ein Trottel. Gilt das auch für einen Polizeibeamten? Ein Polizeibeamter, der das Gesetz bricht, ist ein Obertrottel. Ich kenne zwei, die es getan haben. Ich habe sie in der Zange. Einer von ihnen ist Inspektor. Ich nehme an, Sie kennen seinen Namen. Weber. Charlie Weber. Inspektor der Kriminalpolizei. Der härteste Brocken im ganzen Präsidium. Und Sie haben ihn in der Zange. Der Hase nimmt den Wolf in die Zange. Wart, bleib hier, Heinis. Gehen Sie und berichten Sie ihn, ich hätte nicht angebissen. Wem? Den Anwälten, die Sie hergeschickt haben. Sagen Sie ihnen, wenn Sie mir meine Zulassung entziehen wollen, müssen Sie sich an die Kammer wenden. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Die Fußangeln, die für mich auslegen, werden im Lauf der Zeit immer raffinierter. Charlie Weber. Charlie Weber. Wofür halten die mich, für einen Idioten? Heinis, wirf den Burschen raus. Sagen Sie ihm, er soll verschwinden. Stecken Sie die Pistole weg. Sagen Sie ihm, er soll verschwinden. Na gut, Heinis, geh raus. So, stecken Sie sie weg. Erst wenn Sie sich entschlossen haben, mitzukommen. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Und ich werde es Ihnen zeigen. Wer hat Ihnen von mir erzählt? Dr. Green. Was für ein Dr. Green? Sie wissen, welcher Dr. Green. Heinis! Hein! Bring mir meine Kleider, Heinis. Ich gehe aus. Oh ja, ganz bestimmt. Wenn Sie ihn gefunden haben, rufen Sie mich im Präsidium an. Wenn ich nicht da bin, sagen Sie einfach, Mr. Baker hat angerufen. Ich weiß dann, was das bedeutet. Mr. Baker. In Ordnung, Inspektor Weber. Mr. Baker, ich werde es nicht vergessen. Sind Sie jetzt überzeugt? Ja, ich bin überzeugt, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Alles, was ich von Ihnen hören will, ist ja oder nein. Habe ich ihn nun in der Hand und machen Sie mit oder nicht? Ja, Sie haben ihn in der Hand, aber er ist ein wichtiger Mann und ein harter Bursche. Der kleinste Fehler und Sie sind im Handumdrehen geliefert. Antworten Sie auf meine Frage. Machen Sie mit oder nicht? Wie wäre es, wenn wir ins Wohnzimmer gingen und ein bisschen miteinander bekannt werden? Ich möchte noch eine ganze Menge über Sie erfahren, bevor Weber morgen vorbeikommt. Mr. Mandan? Ja? Was halten Sie davon? Oh, es lässt sich schon was damit anfangen.
Es lässt sich was anfangen. Bist du fertig? Die kommen auf die Sekunde. Wie geht's Ihnen heute Nachmittag? Gut, sehr gut. Ich habe gehört, Vic Mason hatte einen Unfall. Ach wirklich? Ist er tot? Nicht ganz. Ein Jammer. Ist das Ihr Freund? Ach ja, das ist Jinx Rayner, Inspektor Webber, Mr. Reese. Lieutenant Reese. Ich bitte um Verzeihung, Lieutenant Reese. Weiß er, worum es hier geht? Fragen Sie ihn, er versteht unsere Sprache. Was ist nun mit dem Geldtransport, den Sie aus Baldowert haben? Na? Ja, Sir, stimmt schon. Wie viel ist da zu holen? Ziemlich viel. Wie viel? Na ja, es ist ziemlich viel. Hör auf mit dem Quatsch! Wie viel ist es und wo? Wo wird's gemacht? Sag du's ihm lieber. Sag du's ihm lieber. Inspektor Webber, ein Freund von Ihnen ist hier. Am besten wär's, wenn er's Ihnen sagt. Hallo, Charlie. Was machen Sie denn hier, Cherokee? Ich habe eine Besprechung mit meinen Klienten. Klienten? Ja. Manchmal konferiere ich mit meinen Klienten auch außerhalb des Gefängnisses. Soviel ich weiß, hat es Zeiten gegeben, wo es Ihnen schwerfiel, nicht selbst ins Gefängnis zu kommen. Was war das, Mann? Setzen Sie sich und hören Sie zu. Ich höre von hier ebenso gut. Wie Sie wollen. Dann los, Jinx, aber nicht zu laut. Wir wollen ja nicht, dass die Nachbarn die Polizei holen. Oh, Inspektor, ja. Das kann ich Ihnen erklären. Ich dachte, Sie sind schon eine ganze Weile unterwegs. Wir wollten ja auch verschwinden, haben versucht, einen Wagen zu kriegen. Von hier fahren jeden Tag 2 oder 3 Busse nach Arizona. Sieht so aus, als wissen Sie es nicht zu schätzen, wenn es einer gut mit Ihnen meint. Ich habe Ihnen Ihre Chance gegeben. Ich wollte ja, dass wir wegfahren, aber er hat gesagt, wir haben zu wenig Geld. Ja, da liegt der Hund begraben, keine Piepen. Sie haben alles genommen, was wir hatten. Und dann bin ich zu dem Freund, der mir bei dem Hartford-Job geholfen hat. Der hat mir ein paar hundert gegeben. Na, ein paar hundert ist gut, immerhin sind es 2000. Ich sehe schon, vor Ihnen kann ich nichts geheim halten. Hier haben Sie es. Nehmt die Pfote hoch! Da rüber an die Wand! Alle! Nein, 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 tun Sie es nicht, Inspektor. Das Beste kommt noch, wo Sie planen, den Geldtransport zu überfallen. Halten Sie den Mund! Durchsuchen, Ulis. Wir tragen keine Kanonen. Wo sind Sie? Im Schlafzimmer. Wo im Schlafzimmer? Woher soll ich das wissen? Lass das sein, John. Ich will nicht, dass der Leichenbeschauer Schrammen an diesen Galgenvögeln findet. Ich hab dir gesagt, dass du zu weit gehst. Auch wenn ich mich morgen früh dafür hassen werde. Wenn Sie abdrücken, Charlie, können Sie sich ebenso gut gleich selbst eine Kugel durch den Kopf jagen. Sie müssen sich denken können, dass es von dieser Aufnahme mehr als ein Exemplar gibt. Oder glauben Sie, wir haben Sie herkommen lassen, um uns ans Messer zu liefern? Nein, nein. Sie sind hier, Charlie, weil wir Ihnen sagen wollten, dass wir Sie in unserer Fußballmannschaft aufgenommen haben. Und um sicherzugehen, dass Sie richtig mitspielen, haben wir Kopien von dieser Aufnahme an sehr zuverlässige Freunde verschickt. Also, wenn die innerhalb einer Stunde nichts von uns hören, wir Ihnen nicht sagen können, dass alles in Ordnung ist, wird diese Aufnahme vor dem Bürgermeister abgespielt, vor dem Staatsanwalt und natürlich vor dem Polizeipräsidenten. Warum hören Sie nicht auf, sich kindisch aufzuführen? Wir erwarten von Ihnen doch nur ein wenig Kooperation. Und meine 3400 Piepen. Ich muss mir erst mal was auf die Hand tun. Gehen Sie ins Badezimmer und nehmen Sie sich ein Handtuch, bevor wir uns für die Bude hier neue Teppiche kaufen müssen. Kann ich mir die mal bitte ansehen? Sie haben mir damit fast den Arm gebrochen, das wissen Sie, nicht? Hören Sie, Kotter, das war doch nicht so. Na? Fühlst du dich jetzt wohler? Soll ich Sie heute absetzen? Wo Sie wollen. Ich muss nirgends hin und bin ganz allein. Wir könnten rumfahren und reden. Sowas hat mir vorgeschwebt. Wo würden Sie gern hinfahren? Wir haben hier 4 Himmelsrichtungen. Das ist so eine Art Lokalphänomen. Norden, Osten, Süden, Westen. Welche ist Ihnen die liebste? Die mit dem wenigsten Verkehr. Die kenne ich zufällig am besten.
eigentlich nur im zweiten Gang? Warum sind Sie stehen geblieben? Um mir eine Zigarette anzuzünden und Sie fahren zu lassen, wenn Sie wollen. Nein, ich will nicht fahren. Was wollen Sie eigentlich beweisen? Beweisen? Ich will gar nichts beweisen. Wovor haben Sie Angst? Was für eine Frage. Wovor sollte ich Angst haben? Wer hat Sie erschreckt? Sie. Sehen Sie mich nicht so an. Schön, dass Sie sich endlich entschlossen haben, stehen zu bleiben. Ein Wunder, dass Sie noch leben. Zeigen Sie mal Ihren Führerschein. Ist das Ihr Name, Margaret Dobson? Das steht dann auf dem Führerschein. Hören Sie, Miss Dobson, Sie sind da vorhin ziemlich schnell gefahren. Was, wenn Ihnen ein Vorderreifen geplatzt wäre? Sie würden jetzt stückweise auf der Straße liegen. Wir wollen doch nicht, dass Ezra Dobsons Tochter in unserem Bereich umkommt. Oder wollen wir das, Damon? Nein, bestimmt nicht. Dazu ist ein viel zu netter Mann. Von jetzt an halten Sie sich ein bisschen zurück, ja, Miss Dobson? Ja, natürlich. Hey, habe ich Ihr Gesicht nicht schon mal irgendwo gesehen? Vielleicht auf dem Polizeiball. Ja, vielleicht. Wäre möglich. Also, gute Nacht, Sir. Gute Nacht. Gute Nacht. Wenn ich das nächste Mal mit Ihnen wegfahre, bringe ich mir ein Bündel Ersatznerven mit. Wer ist Ihr Vater, der Polizeipräsident oder sowas? Nein, bitte denken Sie nicht weiter drüber nach. Wer sind Sie? Ich sagte, denken Sie nicht drüber nach. Na schön, dann lasse ich es eben. Sagen Sie, wo waren wir stehen geblieben, als wir so rüde unterbrochen wurden? Wissen Sie es nicht mehr? Doch, es fällt mir wieder ein. Parfum. Hast du dich gestern Abend gut amüsiert? Ich bin im Kino gewesen. Der erste Film seit 3 Jahren. Film, dass ich nicht lache. Sie hat einen ausländischen Wagen, habe ich gehört. Sie? Ausländischer Wagen? Wovon redest du? Von der Frau, die ihr neulich kennengelernt habt. Hat die nicht einen ausländischen Wagen? Keine Ahnung, was die für einen Wagen hat. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt oder wo sie wohnt. Ich würde sie nicht finden, selbst wenn ich es wollte. Für so einen hellen Jungen wie dich dürfte es doch nicht schwierig sein, sie zu finden. Ach, was sage ich, für so ein Genie wie dich. Sieh mal einer an. Hast du es endlich begriffen? Hast zwar ziemlich lange gebraucht, aber nun weißt du es. Prächtig. Möchtest du einen Kaffee? Ob du Kaffee möchtest? Aber gern. Ich mag ihn in der Tasse lieber. Keine Sahne? Und was ist mit dem Zucker? Oh. Danke, keine Zigarre. Eines Tages treibst du es noch so weit, dass dich einer umbringt. Der Bulle, der das schafft, muss erst geboren werden. Es war auch nicht die Rede von einem Bullen, sondern ich habe von mir gesprochen. Dabei dachte ich immer, du würdest Recht und Ordnung lieben. Ich bin wahrscheinlich das, was du aus mir machst. Aber ich bin sehr eifersüchtig. Ich nehme eine Menge von dir in Kauf, aber keine andere Frau. Ich weiß immer noch nicht, wovon du sprichst. Ich werde ja kaum mit dir fertig. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie das sehen? Fabelhaft. Wie bei uns zu Hause bei Mutter. Nervös? Nervös?
Weshalb in aller Welt sollte ich nervös sein? Na gut, gehen wir rein und sehen, ob Fortuna uns gewogen ist. Übrigens, Paul, was ist aus der Kopie der Aufnahme geworden? Die habe ich an meinen Bruder geschickt, den einzig ehrlichen Menschen auf der Welt. Wusste gar nicht, dass Sie einen Bruder haben. Sie wissen viele Dinge von mir nicht, zum Beispiel, dass Ralph Cotter nicht mein richtiger Name ist. Und wie ist Ihr richtiger Name? Wenn Sie den wüssten, würden Sie sterben. Aber dass das passiert, wollen wir uns doch nicht wünschen. Hey, das ist ja vielleicht dein Ding. Cherokee Menden. Wie geht's denn? Wer ist Ihr Freund? Hallo, Chuck. Das ist Paul Murphy, mein neuer Mitarbeiter. Sergeant Setterfield. Guten Tag. Was macht er bei Ihnen? Tja, das kann ich Ihnen sagen. Er rennt rum und überredet die Jungs, krumme Dinger zu drehen. Und wenn ihr Bullen sie dann hopp nehmt, übernehme ich ihre Verteidigung. Er ist so eine Art Rechtshelfer, was, Paul? So eine Art Schaf im Wolfspelz. Ist das Büro nebenan leer? Warum? Wir haben was zu besprechen. Ja, es ist niemand drin. Danke. Bitte, steht zu Ihrer Verfügung. Geben Sie sie mir. Was? Na, was das hier? Sie müssen übergeschnappt sein, eine Kanone in die Höhle des Löwen mitzubringen. Was ist, wenn einer von den Polizisten... Ich laufe hier lieber ohne meine Ohren rum, als ohne meine Automatik. Na, regen Sie sich nicht auf, ich besorge Ihnen einen Waffenschein. Ach so, mir nichts, dir nichts. Ja, so mir nichts, dir nichts. Haben Sie damit schon jemanden umgelegt? Nein. Noch nicht. Ist Weber da? Er wollte gerade Mittag essen. Sagen Sie ihm, wir sind mit seiner Nachspeise da. Was gibt's? Cherokee Menden möchte Sie sprechen, Inspektor. Soll reinkommen. Was wollen Sie? Ist die Karte gekommen? Sehen Sie, wie es funktioniert, wenn ich die Dinge in die Hand nehme? Aggressiv, gesellschaftsfeindlich, Symptome von Paranoia. Cherokee, Sie sind ein Hexenmeister. Ich muss den Hut vor Ihnen ziehen. Wie haben Sie die hergekriegt? Paul, ich habe mir erlaubt, Inspektor Weber hier vorzuschlagen, dass wir die 3.400 Dollar, die Sie mal erwähnt haben, einfach vergessen und dass er Ihnen dafür diese Karte besorgt. Also, wollen wir nun Ihre Akte schließen? Inspektor... Haben Sie vielen, vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen. Nicht der Rede wert. Was macht Ihre Hand? Doch nicht entzündet, hoffe ich. Meine Hand ist ganz in Ordnung. An Grammophonnadeln setzt sich nämlich oft eine Masse Dreck ab. Ja? Der Chef möchte Sie sprechen, Inspektor, sofort. Danke. Ich hoffe, Sie sind weg, wenn ich zurückkomme. Guten Morgen, Sam. Wie steht's bei eurem Poker? Was für ein Poker? Den im Raubdezernat. Sie wissen genau, dass im Raubdezernat nicht gepokert wird. Was ärgert Sie? Bis jetzt stelle ich hier immer noch die Fragen, Charlie. Wie weit sind Sie in dem Fall Hartford? Noch nichts Neues bis jetzt. Scheint mir, als ob die Jungs von außerhalb waren. Das scheint mir ganz und gar nicht. Wer ist auf den Fall angesetzt? Gray und Fowler. Nur zwei Mann? Wozu soll ich die ganze Abteilung auf einen Überfall ansetzen? Wozu? Das werde ich Ihnen sagen. Weil es jetzt nicht mehr nur ein Raubüberfall ist. Das Krankenhaus hat mich eben angerufen. Hartford ist tot. Also machen Sie noch ein paar von Ihren Leuten Beine und setzen Sie sie auf den Fall an. Haben Sie verstanden? Ja, ich habe verstanden. Und merken Sie sich eins. Ich gebe Ihnen 48 Stunden, den Fall aufzuklären. Wenn Sie es bis dahin nicht schaffen, nehme ich mir einen anderen, der sein Handwerk versteht. Und Sie werden Ihre Zeit nicht damit verbringen, auf die Uhr zu starren und bis 48 zu zählen. Klar. Das ist alles. Sie können gehen. Sie immer noch hier? Wir wollten nicht einfach verschwinden, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Das ist doch bestimmt nicht der Grund. Nein, das ist er wirklich nicht.
Charlie, wir wollen einen Waffenschein, ausgestellt auf den Namen Paul Murphy. Wer ist Paul Murphy? Ich bin Paul Murphy. Ich fand, es wäre ganz nützlich, wenn wir seinen Namen ändern. Äußerst umsichtig von Ihnen. Ich darf keine Waffenscheine ausstellen, das wissen Sie. Waffenscheine stellt nur der Chef der Polizei aus. Wir haben gehofft, dass der Inspektor mit dem Chef der Polizei spricht. Ich habe gerade mit dem Chef der Polizei gesprochen. Der Name ist Paul Murphy. Ich kann genauso gut nochmal mit ihm sprechen. Hier, füllen Sie das aus, ich sehe, was ich tun kann. Oh, hier wo steht, Grund für Beantragung des Waffenscheins. Was soll ich da schreiben? Da sollen Sie hinschreiben, aus welchem Grund Sie eine Waffe tragen müssen. Ah. Wie wär's, wenn ich das so ausdrücke? Häufiges Mitführen großer Geldbeträge. Ja, das müsste eigentlich reichen. Wann, glauben Sie, werden Sie große Geldbeträge mit sich führen? Bald. Ich sag Ihnen Bescheid. Hören Sie, Menden. Dieser Bursche soll ja keine Dinger drehen, die die Bundespolizei interessieren. Bei Banken und sowas sind die Jungs vom FBI hier, bevor sie mit der Wimper zucken können. Keine Bange. Ich spreche mit Ihnen, Menden. Ja, ja. Wenn Sie irgendeine Sache aufreißen, geben Sie mir Bescheid, bevor Sie was unternehmen. Und Ihnen werde ich auch was sagen, Cotter. Murphy. Meinetwegen Murphy. Der Chef hat mir gerade 48 Stunden gegeben, Sie zu kriegen. Tot oder lebendig? Wenn möglich, tot. Fein. Danken Sie dem Chef in meinem Namen. Tut mir leid, dass ich ihm so viel Zeit gestohlen habe. Wiedersehen, Charlie. Hat mich sehr gefreut, Chuck. Mich auch. Wiedersehen, Chuck. Wiedersehen. Da. Wie fühlen Sie sich jetzt? Prächtig. Ich fühle mich fabelhaft. So gehört sich's auch. Sie wurden gerade neu geboren. Und damit ist es amtlich. Sie wissen ja, wenn jemand geboren wird, kriegt er erstmal ein paar Schläge. Mhm. Cherokee, ich verneige mich vor Ihnen. Sie haben bewiesen, dass Sie meiner genialen Begabung ebenbürtig sind. Von jetzt an werden Sie alle meine Geschäfte so managen, wie Sie es selbst für richtig befinden. Sie hätten Anwalt werden sollen. Warum? Ich habe einen Anwalt. Und könnte dieser Anwalt mir sagen, welchen Titel Ezra Dobson hat? Oh, er hat viele Titel. Ex-Bürgermeister, Ex-Gouverneur, Ex-Senator. Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich meine, welchen Titel er jetzt hat. Im Augenblick ist der Präsident der Wodko-Stil und 30 Millionen schwer, wie gemunkelt wird. Wollten Sie das wissen? Das ist haargenau, was ich wissen wollte. Wieso? Ah, er hat eine ganz besonders hübsche Tochter. Die Sie sich auf der Stelle aus dem Kopf schlagen. Sie ist Gift für Sie. Kommen Sie. Der einzige Mann, der alles ruinieren kann, und zwar jeden unserer Pläne, ist Dobson. Er ist mit Abstand der mächtigste Mann im ganzen Staat. Wenn Sie sich mit ihr einlassen, kommen Sie unweigerlich mit ihm in Berührung. Und das müssen wir vermeiden. Sie können mir glauben, Paul, in dem Augenblick, wo Dobson auf der Bildfläche erscheint, steige ich aus. Was wollen Sie? Die Zukunft sieht hervorragend aus. Wir haben bis jetzt alles bestens arrangiert. Machen Sie es nicht kaputt, bevor wir richtig angefangen haben. Wie Sie meinen, Cicero. Wie Sie meinen. Abwärts. Nicht zu weit außerhalb. Eigentlich wohne ich ja am Willow Creek Drive. Ja, ich weiß. Ich habe es in deinen Autopapieren gesehen. Nett, nett. Wirklich nett. Miss Dobson, Ihr Vater hat angerufen. Danke, Julia. Ist Eis in der Bar? Ja, Miss Dobson. Er sagte, Sie möchten ihn, so wie Sie nach Hause kommen, zurückrufen. Ist gut, Julia. Ich brauche Sie heute nicht mehr. Ja, Miss Dobson. Möchtest du einen Drink? Gern. Deine Julia hat ja gesagt, es wäre Eis in der Bar. Dann holen wir es uns doch. Ja, holen wir es uns. Aber erst küsst du mich. Julia, haben Sie Miss Margaret gebeten, mich anzurufen? Ja, Mr. Dobson.
Also deshalb hast du mich nicht angerufen. Schaff den Mann hier raus. Nein, Vater, nein. Habt ihr nicht gehört? Vater, das kannst du nicht tun. Paul ist mein Mann. Dein Mann? Heißt das, ihr seid verheiratet? Verheiratet? Wann? Heute Abend. Wir wollten es dir beim Frühstück erzählen. Der Trauschein ist da drüben in meiner Tasche. Und würdest du jetzt bitte deine Privatarmee wegschicken? Na gut, Jungs. Also wirklich, Vater, manchmal bist du recht merkwürdig. Paul fragt sich bestimmt, in was für eine Familie er da eingeheiratet hat. Ja, es war impulsiv und verrückt. Aber was du auch tust, du kannst es nicht ändern. Wer weiß noch davon? Ein Beamter und der Friedensrichter, der uns getraut hat. Wussten sie, wer du bist? Ich weiß nicht, ich glaube aber nicht. Weißt du, wer er ist? Aber ja, er ist mein Mann. Unsinn, das habe ich nicht gemeint. Wer ist er? Woher kommt dieser Mann? Das wird er dir schon selbst sagen. Ich will es aber von dir hören. Ich weiß es nicht. Erst vor kurzem ist er hierher gezogen. Und ich habe so eine Idee, dass er bald wieder wegziehen wird. Ich weiß, dass ich ihn liebe und das allein ist für mich wichtig. Was weißt du von Liebe? Hast du schon mal einen Menschen geliebt? Oder hast du den Punkt erreicht, wo dich jeder Dick, Tom oder Harry mit einer glatten Zunge in 5 Minuten schwach machen kann? Vater! Du bist deshalb sogar in einen anderen Staat gefahren. Warum? Weil ich hier hätte 3 Tage warten müssen. Nein, nein, das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass du Angst hattest, jemand gibt den Zeitungen einen Tipp, dass du das Aufgebot bestellt hast. Und du wusstest, wenn ich davon erfahren hätte, wäre ich wie ein Unwetter über dich hereingebrochen. Junger Mann, ich habe meine Tochter so gut erzogen wie nur irgendjemand in diesem Land. Und ich werde nicht zulassen, dass sie von einem abgerissenen Fremden weggeschleppt wird. Jetzt im Augenblick weiß ich nichts über sie. Aber glauben Sie mir, in 24 Stunden weiß ich Bescheid. Da weiß ich alles. Vater, das hier ist sehr peinlich für Paul. Können wir nicht morgen früh darüber reden? Ja, wir werden ohne Frage morgen früh darüber reden. Ich bestehe sogar darauf. Wir werden uns auch über die Annullierung der Ehe unterhalten. Werdet ihr mir in der Zwischenzeit den kleinen Gefallen tun und mit niemandem darüber reden, bis wir uns unterhalten haben? Ja, Vater. Ich habe nie gedacht, dass ich einen Dummkopf zur Tochter habe. Ich fürchte, das war nicht sehr geschickt von mir. Wie meinst du das? Er war wütend. Das hätten Blinder mit dem Krückstock gesehen. Nein, du verstehst mich nicht. Wenn ich sonst so mit ihm rede, gibt er nach. Aber diesmal wahrscheinlich nicht. Bis morgen hat er sich beruhigt. Nein. Nein, das glaube ich nicht. Ich habe sein Gesicht gesehen. Ah, Margaret, es gibt etwas, das dein Vater nicht weiß. Ich will dich. Du bist alles, was ich je wollte. Und ich werde dich nicht aufgeben. Du wirst dich nicht von ihm zwingen müssen. Mich zwingt man nicht so leicht zu irgendwas. Du kennst Vater nicht. Wenn ich nur nicht auf die Annullierung eingehe, was wird er dann machen? Er schafft's, dass du dir wünschst, du hättest die Stadt nie gesehen. Er schafft's, dass du dir wünschst, du wärst nie geboren. Ich habe gesehen, wie er es mit anderen gemacht hat. In der Politik, im Geschäft, in allem. Damit beschäftigen wir uns, wenn es soweit ist. Und jetzt schläfst du erst mal ein bisschen, hm? Gute Nacht, Darling. Gute Nacht, Darling. Also, diese Erklärung besagt, dass Sie in Zukunft keine Ansprüche an Ezra oder Margaret Dobson geltend machen können. Möchten Sie, dass ich es vorlese? Nein. Sie haben das Recht, den genauen Inhalt zu erfahren, bevor Sie unterschreiben. Ich unterschreibe. Ist das etwa schon alles? Ja. Als Ausgleich für Ihre Bemühungen habe ich hier einen beglaubigten Scheck über $25.000. Ich will das Geld nicht, Mr. Dobson. Ich bedauere die ganze Angelegenheit genauso wie Sie oder wie Margaret. Es war kindisch und unüberlegt von uns beiden. Und was mich betrifft, tut es mir leid. Und Margaret denkt sicher genauso. Guten Tag, Sir. Leb wohl, Margaret. Hier, bitte unser Trauschein. Das ist der 7. halt. Ja, 7 kleine Säcke, die alle mit Geld gefüllt werden. Was schätzen Sie? Wie viel kommt zusammen? Eine Menge. Roma nimmt Wetten für jede Rennbahn im Land an.
Wir beschatten sie jetzt schon seit 2 Stunden. Wenn wir noch lange hinterher gondeln, riechen die bestimmt Lunte. Na, die treiben das schon so lange. Die sind fett, stur und nachlässig. Die würden es nicht merken, wenn wir auf dem Dach von ihrem Wagen säßen. Tja, Roma kontrolliert hier alle Buchmacher. Es sind wahrscheinlich $25.000 oder mehr in den Säcken. Soll ich weiter hinterher? Nein, wir haben genug gesehen, was? Das ist ein guter Dreh. Wollen wir es nicht damit versuchen? Sie meinen, Sie wollen einen Streifenwagen stehlen? Fahren wir mal zu Weber. Da wären wir. Ich dachte, wir wollten zu Webers Büro. Das scheint eins davon zu sein. Wie viele hat er davon? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Charlie? Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu viele Umstände gemacht. Nein, haben Sie nicht. Nehmen Sie Platz. Danke. Setz dich, Jinx. Also, Cherokee, was ist das für eine fantastische Idee, von der Sie mir am Telefon nichts erzählen konnten? Bevor ich es Ihnen erzähle, Charlie, müssen Sie wissen, dass wir uns die Geschichte genau überlegt haben. Es ist gefährlich, aber es ist zu schaffen. Wenn der Inspektor mit uns zusammenarbeitet. Ein Raubüberfall? Ja. Wer? Roma ist in Kassodienst. Roma ist in Kassodienst? Wie sind Sie auf die gekommen? Sie transportieren einen Haufen Geld? Hören Sie, wenn Sie das versuchen, gibt's ein Feuerwerk, das die ganze Stadt in die Luft fliegt. Am besten, ihr vergesst den Plan auf der Stelle. Es wird auf gar keinen Fall eine Schießerei geben. Das garantiere ich Ihnen. Wie wollen Sie es denn machen? Sie hypnotisieren? Mit Ihrer Hilfe, ja. Wie soll die Hilfe aussehen? Eine Polizeiuniform. Eine Pol... Das ist ja vielleicht ein Spaßvogel. Ja, ein richtiger Komiker. Hören Sie, Cherokee. Es ist möglich, dass es Sie überrascht. Aber ich habe mit Roma eine Abmachung. Was denken Sie, was passiert, wenn seine Jungs ihm erzählen, dass sie von Bullen ausgenommen wurden? Was glauben Sie, wem er auf den Pelz rückt? Der wird keine Ruhe geben, bis ich jeden einzelnen Polizisten für ihn mobil gemacht habe. Man kann vielleicht entschuldigen, wenn der dann nicht denkt. Aber für Sie gibt es keine Entschuldigung. Inspektor, seine Jungs werden ihm ganz einfach nichts mehr erzählen können. Wenn 3 Leute urplötzlich verschwinden, löst das zwangsläufig ein Echo aus. Ein Echo ist kein Beweis. Sie werden einfach verschwinden. Und Roma wird glauben, Sie sind mit seinem Zaster durchgegangen. Würden Sie mir freundlichst erklären, wo Sie 3 Leichen und einen Wagen verschwinden lassen wollen? Wir werden einen Platz finden. Hey, ich kenne da einen verlassenen Steinbruch an dem alten Feldweg nach Holt. Voll Wasser und 30 Meter tief. Danke, Lieutenant. Hören Sie, ich weiß, was Roma täglich einnimmt. Auf der Basis bezahlt er mich nämlich. Es sind 20.000 und 3 Männer wegen 20.000, das ist... Wenn Sie es schon so genau berechnen, dann vergessen Sie den Wagen nicht, mit dem die fahren. Der muss nämlich auch verschwinden. Und ein nagelneuer Wagen ist mehr wert als die 3 Ganoven zusammen. Was glauben Sie eigentlich, über was für eine Art Job wir mit Ihnen reden wollen? Den Kramladen an der Ecke, eine Tankstelle oder irgendeiner alten Frau das Portemonnaie zu klauen? Das würde besser zu Ihnen passen. Ein größenwahnsinniger Gauner, der davon faselt, Leute umzulegen und was weiß ich noch. Ein größenwahnsinniger Gauner bin ich. Das war Ihr erster Fehler, dass Sie das gedacht haben. Dadurch sind Sie ja in die Zwickmühle gekommen. Was kümmern mich schon Romas Männer? Um die mache ich mir so wenig Sorgen wie Sie um einen Kerl, den Sie erst ausnehmen und ihm dann in den Rücken ballern, damit er nicht singen kann. Jetzt hört mir mal gut zu! Hören Sie auf, sich wie ein Idiot zu benehmen. Ihr Boss hat es ja gesehen, Sie sind ein Held. Schaffen Sie den Verrückten hier raus, Cherokee, oder bringen Sie ihn zur Vernunft. Schon gut. Schon gut. Gehen wir, Ruff. Paul! Meinetwegen, kommen Sie. Warten Sie einen Moment. Du kannst wieder vorkommen, Joseph. Meine Herren, warum versuchen wir nicht, uns zu vertragen? Auch wenn Sie mich hassen, brauchen Sie sich nicht so anzustellen. Sie werden sich daran gewöhnen müssen. Wie dem auch sei, wir können doch vernünftig reden. Ich will Ihr Geschäft mit Roma nicht gefährden, glauben Sie mir, Inspektor. Aber der Plan basiert darauf, dass die Beteiligten vom Erdboden verschwinden. Alles, was ich von Ihnen will, ist eine Polizeiuniform. Und dafür bekommen Sie 1/3. Ein Drittel? Ganz recht, 1/3. Irgendwann findet jemand etwas. Irgendwas werden Sie finden. Charlie, wenn wir die leisesten Zweifel hätten, dass das passiert, würden wir es nicht machen. Das ist doch ein fairer Vorschlag, oder? Vielleicht. Vielleicht ja. Es ist ein fairer Vorschlag. Wiedersehen, Charlie. Was ist dir über die Leber gelaufen? Vielleicht liegt es an der Uniform. Was stimmt damit nicht? Sie sitzt doch prächtig. Ich fühle mich daneben einfach nicht richtig wohl. Ist das alles, was dir Kummer macht? Na? Passen Sie auf, wo Sie hinrennen!
Kommst du auch wirklich klar? Lieben muss ich meinen Job ja nicht. Das ist es also. Nein, lieben musst du ihn nicht, aber mach ihn trotzdem gut. Und vergiss nicht, bleib immer dicht hinter uns. Parken in der Ladezone ist eine Verkehrsübertretung. Na sowas. Geben Sie mir Ihren Führerschein. Ich hab keinen. Oh, das ist auch ein Vergehen. Wie ist Ihr Name? Was wollen Sie? Den Namen dieses Mannes. Er bekommt eine Anzeige. Kehr dich weg, Bulli. Worum geht's überhaupt? Er parkt in der Ladezone und hat keinen Führerschein. Wir arbeiten für Roma, mein Junge. Ich bin neu bei der Polizei. Und ich weiß nicht, wer Roma ist, aber es wäre kein Unterschied, wenn ich es wüsste. Gefällt dir dein Job, mein Junge? Willst du ihn behalten? Dann verschwinde. Fahr los, Raschi. Halt. Mann, jetzt reicht's aber. Mach hier keinen Aufstand, bloß weil er falsch geparkt hat. Wissen Sie, wo das Präsidium ist? Wissen wir. Da fahren wir jetzt hin. Na, mach schon, Raschi. Sie nehmen Ihren Job zu ernst. Wir haben unsere Anweisungen. Sie werden gleich neue Anweisungen kriegen. Roma sagt sogar Weber, was er zu tun hat. Halt's Maul, Sid. Ja, halt's Maul, Sid. Oh nein, nicht abbiegen, Raschi. Fahr geradeaus weiter. Da geht's aber zum Polizeipräsidium. Aha. Hey, was wird hier gespielt? Ein Picknick. Wir fahren zu einem Picknick. Das ist ein Überfall, Junge! Nimm die Hände hübsch in den Nacken. So ist's brav, mein Junge. Roma wird dich dafür erledigen, Kleiner. Aha. Denkst du noch immer, du weißt, wo es zum Präsidium geht, Raschi? Ja. Oh nein, das weißt du nicht. Sie sind weit raus aufs Land gezogen. Die hausen jetzt an dem alten Feldweg nach Holt. Du fährst jetzt immer schön geradeaus. Und ich sag dir dann Bescheid, wenn wir da sind. Vereinigte Finanzierungsgesellschaft? Hier ist Ihr Gönner, Weber. Erinnern Sie sich? Ah, hallo Roma. Wie geht's Geschäft? Werden Sie immer noch reicher? Bis heute ja. Meine Kassierer sind noch nicht aufgetaucht. Was? Sie sind verschwunden. Wann? Um 3 hätten Sie zurück sein müssen. Wie viel waren es? 3. 3? Ja, und Sie machen sich an die Arbeit und suchen sie. Und das schnell. Nur die Ruhe, Roma. Vielleicht hatten Sie nur schnell an der Ecke auf ein kleines Bier oder sowas ähnliches. Mir egal, was Sie treiben. Sie suchen sie. Kapiert? Hören Sie, Roma, das ist nicht mein Job. Jetzt ja. Wenn Sie wissen, was gut für Sie ist, dann treiben Sie die Jungs auf, sonst werden Sie weder Job noch sonst was haben. Aber warum sind Sie denn auf mich sauer? Ich habe Sie nicht in meiner Tasche versteckt. Haben Sie in letzter Zeit mal nachgesehen? Nein, Roma. Dann los, fangen Sie an zu suchen. Ja, gut. Sofort. Ja, ist gut, Roma. Sagen Sie ihm doch, was mit seinen Kassierern passiert ist. Vielleicht mache ich das auch. Wer ist jetzt der Komiker? Hier ist Ihr Anteil. 17.000. Soll das bedeuten, ein Drittel macht 17.000? Um genau zu sein, 17.101. Ich habe es auf der Rückfahrt geteilt. Insgesamt sind es $51.303. Und dieser miese Vogel hat uns auf der Basis von 20 Mille abgespeist. Ja, ich habe schon immer gesagt, Gaunern kann man nicht trauen. Meine Herren, glauben Sie mir, es war ein Vergnügen. Moment mal, Moment mal. Scherz beiseite, was soll ich dem Burschen nun eigentlich erzählen? Nur keine Sorge, ich kümmere mich schon um Roma. Ein Geschäft, das $50.000 täglich einbringt, ist ein hervorragendes Geschäft. Also, falls Roma eines schönen Tages tot umfällt. Komm, Joseph, bring diese Tasche rüber zur Holiday und teilt das Geld in 3 Teile. Mich setzt du bei Menden ab. Inspektor, wie schon gesagt, um Roma kümmere ich mich. Und dann wird er sich auch um uns kümmern, wenn wir ihn nicht vorher ablocken. Wenn ich hier einen Irren gesehen habe, dann ist es der. Eines Tages bringt er uns noch an den Galgen, das verspreche ich Ihnen. Denken Sie daran, nur 5 Minuten. Mason. Mason, wir haben den Wagen. Welchen Wagen? Der bei dem Hartford-Job benutzt wurde. Er war in Ihrer Garage, Mason. Scheint, wir haben Sie erwischt. Ich hatte damit nichts zu tun. Hartford ist tot, Mason, und Sie haben wir als Einzigen. Das kann Sie das Leben kosten. Ich würde an Ihrer Stelle nicht versuchen, jemanden zu decken. Ja, Vic, erzählen Sie uns doch, wer es war. Cotter. Ralph Cotter. Wo wohnt er? Das weiß ich nicht. Gehen Sie zu Holiday Carlton. Sie lebt unter dem Namen Caldwell. Marrakesh Apartments.
Sie weiß es. Sehen Sie, Doktor, es hat nicht mal 5 Minuten gedauert. Einen Augenblick. Was taten Sie, als Sie Webbers Büro verlassen hatten? Genau, was er mir gesagt hatte. Ich fuhr zu Holidays Wohnung und zählte das Geld. Aber mir war schlecht. Schlecht? Ja, weil ich das getan hatte. Ich hatte vorher noch nie so etwas gemacht. Und ich fing langsam an, diesen Kotter für irre zu halten. Ich wollte da raus. Ich kam mir vor wie ein Mann im obersten Stock von einem brennenden Haus. Sie laufen zu einem Fenster, um zu entkommen, und da ist keine Leiter. Wenn sie springen, sind sie tot. Wenn sie drin bleiben, sind sie auch tot. Genauso war's. Und nachdem Sie das Geld aufgeteilt hatten, was geschah weiter? Wir hatten Angst, Holiday und ich. Wissen Sie, wie das ist, wenn man Angst hat? Ja? Paul. Was ist das? Champagner. Das traditionelle Getränk des Siegers. Solch eine große Flasche habe ich noch nie gesehen. Das ist nur ein kleiner Cherubim. Es gibt noch viel größere. Den Methusalem, den Belsatzer, den Nebukadnezar. Und das ist Eis, das sind Sektschalen und das ist ein Haufen Geld. Na, stimmt die Kasse noch, Mr. Rockefeller? Nicht mehr ganz. Ich habe meine 2 Mille, die du Weber gegeben hast, vorher abgezogen. Ah, du hättest es schon bekommen. Wozu die Eile? Ich wollte sicher gehen. Ich arbeite nicht mehr mit dir. Nein? Nein, es ist zu unsicher. Irgendwo muss meine Grenze gezogen werden. Bitte, mach, was du willst. Und was ist mit dir? Du hättest nicht extra Gläser mitbringen müssen. Wir haben Gläser in der Küche. Ich habe gefragt, wie du darüber denkst. Du weißt, wie ich über dich denke, Ralph. Ich werde dich nicht verlassen, Darling. Ja, und Jinx auch nicht. Nur weiß er es noch nicht. Nein? Du wirst schon sehen. Jinx! Ich habe gerade an die 3 toten Männer im Steinbruch gedacht. Wenn sie einen 4. Mann hätten, könnten sie Bridge spielen. Spielst du Bridge, Jinx? So, und nun rein ins Vergnügen. Genug Champagner haben wir ja. Ralph, Jinx hat Angst. Ich habe Angst, nicht um mich, Darling, aber um dich. Wenn du nicht aufhörst, wird dir bestimmt etwas passieren. Selbstverständlich wird mir was passieren. Und dir auch. Sag mal, hättest du gern einen Zobel? Ich habe nur dich gern. Du hast mich nur gern? Mehr als gern. Aber lebendig, Darling. Lebendig. Schau, schau, wenn das nicht der reichste Anwalt der Stadt ist, jedenfalls seit heute 5 Uhr. Setzen Sie sich, wir wollen eine Flasche köpfen. Ich möchte mit Ihnen reden. Na, schießen Sie los, reden Sie. Nicht hier, draußen. Reden Sie hier mit ihm. Ich habe keine Geheimnisse vor Holiday. Darauf möchte ich mich nicht einlassen. Draußen. Meinetwegen. Bin gleich wieder da. Lass dir nicht warm werden. Na schön, na schön. Was gibt's denn so Dringendes? Cotter, Sie sitzen in der Klemme. Einer 14-karätigen Klemme, solid wie Gold. Und wenn Sie einen Moment Ihre Eitelkeit vergessen können, sag ich Ihnen auch warum. Gut, aber beeilen Sie sich ein bisschen. Ein Mädchen und eine große Flasche Champagner warten auf mich. Ein anderes Mädchen und Ihr Vater haben mich gerade besucht. Sie heißen Dobson. Ist das alles? Ich dachte schon, mit dem Überfall heute ist was schiefgelaufen. Nein, das hier ist 10.000-mal schlimmer. Wir werden mit Weber fertig. Wir werden mit Ruiz fertig. Aber mit Dobson. Mit Dobson wird keiner fertig. Ich habe Sie gewarnt. Wenn er auf der Bildfläche erscheint, verschwinde ich. Ja, aber das können Sie jetzt nicht. Ganz recht, das kann ich nicht. Aber ich kann mich schützen. Und wenn ich Sie den Wölfen zum Fraß vorwerfen muss, und glauben Sie mir, so wie Sie sich in dieser Sache verhalten haben, würde mir nichts Größeres Vergnügen bereiten. Cherokee. Die haben keine Ansprüche gegen mich. Nicht die geringsten. Sie haben seine Tochter geheiratet. Die Ehe wurde annulliert. Annulliert! Damit bin ich da raus. Nein, nicht ganz. Dobson hat angefangen zu graben. Dabei fand er mich. Bevor er mich wieder gehen ließ, musste ich ihm versprechen, sie innerhalb einer Stunde zu produzieren. Und sie gehen hin. Sie haben noch 20 Minuten, bevor er seine Hunde loslässt. Und wenn er das tut, werden Sie sehr allein sein, wenn die hier erscheinen. So, Mr. Superhirn, sehen Sie zu, wie Sie da wieder rauskommen. Thank you.
freue mich so, dich zu sehen. Rushing, würden Sie Vater sagen, dass Mr. Murphy mit mir im Cocktailzimmer ist? Ach, Darling, ich bin fast verrückt geworden. Du darfst nie wieder so einfach verschwinden. Ich war nicht verschwunden. Ich war hier. Ja, aber nicht bei mir. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich dich vermisst habe. Du würdest mir nicht glauben, wenn ich es dir sagen würde. Aber ich bin eine schlechte Gastgeberin. Was möchtest du? Nichts. Nichts? Wirklich nicht? Wirklich nicht. Paul, gibt es einen Grund für diese Geheimnistuerei? Dr. Green wollte mir nichts über Menden sagen und Menden wollte mir nichts über dich sagen. Du hast mich gefunden. Aber um welchen Preis? Ich dachte, du hättest die Stadt verlassen. Das ist etwas, was du nicht zu befürchten hast. Ich werde die Stadt nicht verlassen. Erzähl mir was über Menden. Kennst du ihn schon lange? Erst seit ich hier bin. Er ist mehr so ein Typ aus der Unterwelt, weißt du? Wirklich? Wirklich. Von jetzt an gehst du bei irgendwelchen juristischen Fragen einfach zu Fred Golightly. Miss Margaret? Mr. Dobson wartet. Danke, Rushing. Paul, hör auf, gegen uns zu sein, wenigstens für kurze Zeit. Bitte, sei nett zu Vater und hör dir an, was er dir zu sagen hat. Ich habe ihm erzählt, wie wunderbar du bist, also streite dich nicht mit ihm, hm? Ich will mich gar nicht mit ihm streiten. Ich will nur in Ruhe gelassen werden. Trotzdem, lass ihn bitte aussprechen. Vielleicht hat er eine Überraschung für dich. So trifft man sich wieder. Um eine Phrase zu gebrauchen. Und diesmal unter erfreulicheren Umständen. Margaret, meine Liebe, ich würde Mr. Murphy gern allein sprechen. Ach, Vater. Tu, was dein Vater sagt, Margaret. Es ist besser so. Na gut, Paul. Ich warte im Cocktailzimmer. Ja. Nehmen Sie Platz, Paul. Sie können mit Margaret ziemlich gut umgehen. Sir? Wenn ich sage, sie soll gehen, macht sie Einwände. Sie sagen, sie soll gehen und sie geht. Wissen Sie, ich hatte fast schon die Hoffnung aufgegeben, einen Mann zu finden, auf den Margaret hören würde. Ich versichere Ihnen, ich habe das keineswegs bestärkt. Sie hätten nichts Besseres tun können, als vollkommenes Desinteresse für Geld zu beweisen. Eine gute Taktik. Sehr gut. Die einzig mögliche Taktik gegenüber der Tochter eines Mannes, der so reich ist wie Sie. Unglücklicherweise scheine ich Sie nicht überzeugen zu können, dass Sie nichts haben, was ich will. Sehen Sie, Paul. Alle Männer, mit denen Margaret jemals zu tun hatte, wollten einzig und allein die Verantwortung für ihr Geld. Nicht aber die Verantwortung für die Frau. Das macht die Männer unterwürfig. Und damit kann man bei Margaret nichts erreichen. Im Moment, wo sie sie beherrscht, ist es aus mit ihnen. Sie braucht einen Mann, den sie respektiert. Sie ist jung, sie wird einen finden. Hat sie schon. Sie. Aber Sie wissen doch gar nichts von mir. Ich bin Ihnen absolut fremd. Vielleicht bin ich ein Dieb, vielleicht bin ich ein Sträfling. Vielleicht bin ich sogar ein Mörder. Paul, falls Sie so etwas sein sollten, werde ich es gelegentlich erfahren. Aber wenn ein Ertrinkender nach einem Stück Treibholz greift, ist es ihm egal, wenn er sich ein paar Splitter einreißt. Und darf ich darauf hinweisen, dass eine persönliche Beziehung zu mir für einen ehrgeizigen Mann gewisse Vorteile mit sich bringen könnte? Davon bin ich überzeugt. Sagen Sie, Paul, wie weit geht Ihre Nichtachtung des Geldes? Weil nämlich der Mann, der sich Margarets annimmt, sich auch der Verwaltung Ihres Geldes annehmen muss. Ihres Geldes? Ja, es wird Sie mit Sicherheit überraschen. Aber Margarets Vermögen ist größer als meins. Sie hat es von ihrer Großmutter geerbt. Es wird für sie seit Jahren von einigen sehr talentierten Bankiers verwaltet. Mr. Dobson, das Einzige, was ich möchte, ist meine Ruhe haben. Und dann ist da noch etwas. Als mir klar wurde, was Margaret für Sie empfindet, schickte ich dies lieber doch nicht ab. Es ist der Antrag auf Annullierung. Sie sehen, Sie sind immer noch verheiratet. Überlegen Sie es sich und geben Sie mir morgen Bescheid. Gute Nacht, Paul. Gute Nacht, Sir. Gehört das hier auch zum Cocktailzimmer? Ach, du hast mich erschreckt. Was hat Vater gesagt? Er hat mir einen Vorschlag gemacht. Und du hast angenommen, hm? Nein. Er hat mir bis morgen Zeit gegeben, mich zu entscheiden. Wenn du dich morgen entschieden hast, was wirst du ihm voraussichtlich sagen? Wahrscheinlich werde ich sagen, dass ich annehme. Oh, Darling. Das ist eine Pistole, nicht? Ja, das ist eine Pistole.
Warum trägst du sie? Zum Schutz. Ich habe einen Waffenschein. Zum Schutz? Gegen was? Überfälle. Das ist nicht der einzige Grund, nicht wahr? Doch, natürlich. Ich habe immer gedacht, wenn Leute Waffen tragen, hätten sie Angst vor irgendwas. Nein, nicht unbedingt. Das hättest du nicht machen sollen. Warum? Du brauchst vor nichts mehr Angst zu haben. Paul, lass uns von hier wegfahren. Lass uns in den Wagen steigen und fahren und immer weiterfahren. Eine Woche, einen Monat, ein Jahr, solange wir wollen. Du meinst jetzt gleich? Diese Minute. Aber Margaret, so einfach geht das nicht. Ich muss einige Kleinigkeiten in meiner Wohnung erledigen und ein paar Sachen einpacken. Wir können doch alles, was wir brauchen, unterwegs besorgen. Nein, das können wir nicht. Willst du wirklich weg? Lieber als alles andere auf der Welt. Na gut. Ich tue, was getan werden muss und bin in einer Stunde wieder zurück. Ich warte auf dich. Ja? Paul! Einen Moment. Du bist also zurückgekommen? Ja, ich komme, um mein Geld zu holen. Ich verschwinde. Wo ist mein Geld? Wirklich? Du gehst wirklich weg? Ja, wo ist mein Geld? Du und dein reiches Mädchen? In welche Richtung wollt ihr denn gehen? Ich gehe in sämtliche Richtungen und mein Geld werde ich mitnehmen. Wenn du schon dabei bist, nimm das auch mit. Was ist das? Eine Kugel. Dass es eine Kugel ist, weiß ich auch. Das Blut meines Bruders klebt dran. Sie haben sie ihm aus dem Schädel geholt, bevor sie ihn begraben haben. Wovon redest du eigentlich? Cobbett! Cobbett! Sagen Sie es ihm. Ich habe die Kugel selber hergebracht. Stammt aus dem Revolver, den Sie auf der Flucht dabei hatten. Der einzige 38er, mit dem geschossen wurde. Die Aufseher hatten 33er und 45er. Gehen Sie ins Schlafzimmer. Diesen Revolver, meint er. Diesen Revolver, den ich wegwerfen sollte. Mit dem du meinen Bruder umgebracht hast. Hör doch mal zu, Holiday. Der Laden hier läuft auch wunderbar. Für dich und Menton und Jinx. Ich überlasse das alles euch. Ihr könnt es haben. Ich will es aber nicht. Ich will nur diese nächste Minute mit dir. Aber du weißt nicht, wie ich mich abgesichert habe. Ich habe eine Kopie der Schallplatte an meinen Bruder geschickt. Gespielt hat er sie noch nicht, aber wenn er nicht einmal wöchentlich von mir hört, wird er es tun. Und wenn er sie spielt, weiß er, was er machen muss. Weber werden sie zuerst festnehmen, dann kommt ihr anderen dran. Und dann ist mit euch allen Schluss. Denkst du, das macht mir noch was aus? Wenn ich jetzt am Ende bin, ist das deine Schuld. Du hast mich gezwungen, deinen Weg zu gehen. Du hast mich verändert. Du hast aus mir gemacht, was du selbst bist. Du kannst niemand einen Vorwurf machen, außer dir selbst. Holiday, dieses andere Mädchen. Das gehört auch mit dazu. Du hast das falsch verstanden. Du kennst nicht die ganze Geschichte. Ich wollte dich überraschen. Ich habe gerade mit ihrem Vater gesprochen. Ihr Vater will, dass ich ihr Vermögen verwalte. Verstehst du nicht, was das bedeuten könnte? Du hast hier mit einer Lüge angefangen und wirst mit einer Lüge aufhören. Das ist Dobson, Chauffeur. Er hat mich hergefahren. Ich soll die Nacht in ihrem Haus verbringen und morgen die Verträge unterschreiben. Lass ihn rein. Der Raum ist sowieso schon zu voll. Nein, Holiday, tu nichts, was dir hinterher leid tut. Morgen ist bestimmt alles anders. Wir sind reich. Ich brauche morgen nur Ja zu Dobson zu sagen. Ein kleines Wort und wir haben Millionen. Du hast in deinem ganzen Leben nur einmal die Wahrheit gesagt. Und zwar, als du gesagt hast, dass du heute Abend weggehst. Und du wirst weggehen. 3 Meilen aus der Stadt und 6 Fuß unter die Erde. Ganz allein. Mit niemandem, den du anlügen kannst. Du kannst sicher sein, den Morgen wirst du nicht mehr erleben. Aber Holiday, hör doch! Du hättest nicht meinen Bruder umbringen sollen. Ich hab dir gesagt, trau nie einem Revolver. Ha ha.
Ich glaube, ich weiß, wie ich an ihn rankomme. Können Sie ihn bis morgen Nachmittag 3 Uhr ausfindig machen? Oh ja, ganz bestimmt. Wenn Sie ihn gefunden haben, rufen Sie mich im Präsidium an. Wenn ich nicht da bin, sagen Sie einfach, Mr. Baker hat angerufen. Ich weiß dann, was das bedeutet. Mr. Baker. In Ordnung, Inspektor Weber. Mr. Baker. Ich werde es nicht vergessen. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Zeuge, erkennen Sie das als die Stimme Ihres Bruders? Ja. Und darüber gibt es keinen Zweifel? Nicht den mindesten Zweifel. Danke, das reicht mir.